Das ist ja verrückt, das ist geil, dass du das ansprichst, weil du musst dir das mal reinziehen. Also, das ist eine Frage, die ich mich immer wieder frage. Menschen bekommen Kinder. Welche Vorstellung haben die? Haben die die Vorstellung, dass sie dann einem eigenständigen Wesen helfen, auf diese Erde zu kommen und es dann begleiten, damit es voll aufblühen kann und zwar so, wie es ist, wie das andere Wesen ist? Oder haben die Idee, dass sie mit ihren eigenen Vorstellungen, Konzepten und Programmen das Kind in eine bestimmte Richtung bringen, damit es in eine Gesellschaft passt, die in meinem Kopf ist? Ein Kind zu bekommen und aufwachsen zu sehen, ist der Tod deines Egos, wenn du es wirklich zulässt. Aber die meisten lassen es nicht zu, weil mein Ego überleben will. Mein Ego, das mir sagt, was wann passiert, wie diese Welt funktioniert, wie Gesellschaft reagiert, warum sie reagiert, dass ich ein Rabenvater und eine Rabenmutter bin, dass andere Vorstellungen haben, dass man Danke sagen muss, obwohl das eine pure Programmierung ist. Weil das bedeutet, wenn ich vom Kind will, dass es Danke sagt oder bitte, das bedeutet, es gibt mir gar nichts. Wenn ein Kind zu mir ehrlichen Herzens sagt, hey Stefan, ich will das, kriege ich das, braucht es nicht bitte sagen. Das ist eine Programmierung, das ist alles Wahnsinn, wenn wir bereit wären, uns das anzuschauen, was wir von Kindern erwarten. Wir würden nur ausschließlich uns selbst erkennen, die ganze Zeit. Ein Kind zeigt dir die ganze Zeit, wer du bist. Die ganze Zeit. Und solange du noch nicht wirklich du selbst bist und in dir ruhst und mit dir im Frieden bist, wird dir das Kind weiterhin zeigen, wer du wirklich bist. Und es wird dich herausfordern und es wird dich an deine Grenzen bringen, bis du kapierst, wer du wirklich bist. Aber diesen Prozess will keiner wirklich durchmachen. Ich will viel lieber mit dir sein, genau in dem. Weil das ist das, was die meisten nicht zulassen. Und wenn du das, ich merke das, jetzt wo du das gesagt hast, merke ich, dass du wirklich verstehst, was ich meine. Und ich bin ja noch nicht mal Vater, aus gutem Grund. Ich weiß, ich habe selbst, also keiner braucht Sorge haben, dass ich ein Kind brauche, um meine Programmierung zu entdecken. Das merke ich, weil das fühle ich. Und da du aber bereit bist, merke ich das bei dir, weil du mir keinen Scheiß erzählst, sondern du sagst, es tut weh. Ja, das ist das, was die wenigsten Menschen hören wollen. Das wird in den ganzen spirituellen Zeitschriften nicht geschrieben. Da ist der Schmerz immer ein Übergangsschmerz. Ja, das ist immer nur, ja, kurz tut's weh und dann ist alles happy. Deswegen heißen die Zeitschriften auch Happiness und Flow und alles easy und Herzensdings und bla.